So, da sind wir wieder. Dead State, nächster Versuch. Beim letzten Mal habe ich am Ende eine Dummheit begangen und bin angefressen worden und infiziert worden dadurch. Jo, deshalb jetzt nochmal. Müssen wir erstmal wieder den Kampf eröffnen quasi. Vielleicht nicht unbedingt so, dass er die Hand abgehackt bekommt. Das ist ein denkbar schlechter Start. Ja, machen wir das einfach so. Weiß nicht, ob die überhaupt schon feindselig sind. Ich kann es ja auch mal ausprobieren. Na, es reicht nicht. Vielleicht kann ich den ja einfach so umknüppeln. Aber auch dafür muss man natürlich treffen. Ach, und daneben geklickt. Aber dann kann man jetzt mal gucken, ob die da rankommen oder nicht. Ja, die kommen ran. Der hat daneben. Okay. Ja, mit Melee-Kampf sind die alle nicht so wahnsinnig gut. Gott, das tut schon so ein bisschen weh beim Zugucken. Naja, muss nicht sein. Die baller ich wieder über den Haufen. Na, die haben halt mehr Agility wahrscheinlich als die Zombies. Okay, er ist auch noch zu nah. So. Bams, 38. Sauber. Der schlägt ihn jetzt einfach zu Matsch. Super.
Okay, 70%. Sauber. Okay. Shit. Den anderen den Weg nicht blockiert. Der könnte damit auch nur einmal schießen. Shit, nicht gereicht. Swappen wir den und laufen dahin. Dann sind wir ein bisschen weiter von dem weg. Wunderbar. Der ist undamaged im Moment. Sollte ich den jetzt wieder mit Nahkampfwaffen kaputt schlagen? Bis der angekommen ist, wird es dauern. Da könnte ich auf jeden Fall Ammo sparen. Er wird schießen. Na komm, weg. Badly wounded. 2. Peinlich, peinlich. Da haben wir jetzt auch einen Zombie. Okay, 80%. Der ist auch jetzt almost dead. Da muss nur einer treffen. Zwei Zombies.
nutzen wir jetzt mal, um nachzuladen. Ansonsten bleibt ihr da stehen. Ja, mal einen kaputt. Schlag drauf irgendwie. So. Ja, bleiben wir da stehen. Und weg mit dir. Almost dead. Da brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr drauf schießen. Einmal reload. Weil das ja vorher immer so gut geklappt hat mit dem Nahkampfangriff. Okay, weg mit dir. Das sind zwei Waffen, der kann also auch wieder diagonal angreifen. Gehen wir da eins auf Entfernung. Lassen den mal rankommen. Das Problem ist jetzt, dass der so steht, dass ich nur mit einem angreifen kann. Verwundet. Fünfundvierzig. Sechzig. Sauber. Und dann hauen wir den wieder damit um. My head! Da kommen sie. Da kann ich jetzt direkt den Buff anmachen. Super viel war das jetzt nicht. 65. Sehr gut. Mal speichern können. Quatsch. Und ich auch noch. Thank you.
Zombie-Freund. Komm auch dahinter und einmal schlagen. Die Waffe ist noch aktiv. Ich kann eh nur einmal schlagen. Können wir den von da hinten nehmen? Weg ist er. Ey, alle niedergestreckt. Jetzt ist das große Looten angesagt. Ja, und einen Crash hat's auch nicht gegeben, also es scheint der Junge schuld zu sein. Fishing Pole. Was? I don't know what might be in those waters, but not... but best not test my luck. Da ist ein Laptop. Wieder Daten zum Auslesen. Okay, dann werden wir mal die ganzen Leichen auseinandernehmen. Munition. Nix. Okay, Unload. Da ist die Ammo. Dann haben wir zwei hiervon. Na gut, wir haben immer noch Leichen zu looten, von daher. Na, es sind nur noch die beiden da. Können wir auch der machen. Exhausted Survivor. Okay, das macht er mit der Shotgun dann direkt. Mhm. Unload. Der hat halt auch nicht getroffen wegen dem... weil er halt schon so kaputt ist vom letzten Tag. Sehr schön. Haben wir hier unten noch irgendwas zum Pflücken? Nö. Das Bola. It's a thrown weapon used to trip up animals and sometimes people. It doesn't do much in the way of damage, but it can down pursuers or other threats. Mhm. Naja. Solange es hier nicht nachher noch irgendwelche anderen Zombies gibt, die schnell laufen oder sowas. Ratten. Was ist das? Tränengas. Okay. Dizzy und blind. Was macht denn blind? Die
theoretisch. Gibt's nicht. Im Handbuch. Wobei, der sucht ja, wenn ich nach... Wieso funktioniert denn das nicht? Findet da nix. Beim Verarbeiten dieser Seite ist ein Fehler aufgetreten. Nix. Okay. Eins. Ah ne, wiegen zwei, beide zusammen so viel, dann können wir auch beide nehmen. Was ist das? Tabak? Tobacco. Jo. Ja, das hat sich auf jeden Fall ganz gut gelohnt. Der hat jetzt hier aber fast keine Ammo mehr. Davon habe ich auch... Doch, da habe ich noch ein bisschen was dazu bekommen. Reload. Damit hätten wir die Zone fertig. So, ich wollte hier in diesem Excel in dem PDF nachgucken, was Dizzy ist, aber irgendwie... Ah ja, Dizzy, Targets to hit temporary load by 50% und Blind... Agility and Perception are set to 1 for 3 rounds. Okay. Haben wir da schon geguckt? Ja. Dann kann ich die Zone auch wieder verlassen. Auf zu neuen Abenteuern. Achso, was ich noch gucken wollte, ist Safe Game, wie dieses Campsite heißt das. Okay. Damit ich mir hier Notizen machen kann. Campsite. So. Können wir aber trotzdem noch ein Safe machen. Zeit haben wir hier, glaube ich, noch satt. Ja. 10. Gucken wir mal, ob wir da auch noch was finden. Kann ich ja laden und dann den direkten Weg nehmen. Abandoned Cars. Na ja, gut, das ist jetzt ein Encounter, der ist Zufall, das ist eigentlich nicht so... Das will ich eigentlich nicht.
Ach, das war jetzt der. Es war sinnlos. Campsite. Es war vermutlich auch schon zu spät. Strip Mall. Menard Strip Mall. Human Campsite hieß das. Human Campsite. Das hier war der Memorial Park. Ja, sollte passen. Kann sein, dass das war mit den beiden harten Typen. Aber die sollte ich mittlerweile auch gut umballern können. Ne, ist eine andere Zone. Okay. Menard hieß es, glaube ich. Okay. Tacos für $100. Und dann. Here, Piggies, we just want to talk to ya. Coyote Outlaw. Wo auch immer der jetzt stand. Coyote Scouts. Die dann von da auch noch alle angelaufen kommen, war ich wahrscheinlich ein Problem. Say goodbye, asshole. Muss ich auf jeden Fall selber den Kampf anfangen und die möglichst direkt kaputt schießen. Er hatte auch fast keine Ammo mehr. Mal, wie weit wir nach vorne kommen. Okay, der geht also nicht mehr.
Okay. Würde ich sagen, starten wir das so. Und zwar mit dem als Angreifer. Das ist zu wenig. Panik. Gut. 40. Ah, 33. Naja. Das ist schon etwas heftig. Wieso trifft er denn nicht? Der erste muss quasi treffen, damit ich überhaupt eine Chance habe. Sechsunddreißig, gut. Frage ist natürlich, ob der ja genauso gut trifft wie ich eben. 59, ja, ist okay. Geschossen. Ja, und der ist zu langsam hier. Der ist zwar stark. Aber das nutzt mir jetzt gerade nicht viel. Wir könnten das aber auch so machen. Das Auto kann man vermutlich nicht drüber schießen. Die Tür ist offen. Das funktioniert auch nicht. Komm, probieren wir nochmal. Wir könnten auch erstmal den einen komplett umrußen. Aber. Okay, das passt auch nicht. Jetzt eine 95 und von hier aus eine 90. Ist also immer noch höher, als wenn er von da schießen würde. Okay, das geht auch nicht. Oder ich puste den als erstes komplett um.
Probieren wir mal ganz anders aus. Was? Okay. Vier. 15%, ja, es wird wohl nichts werden. Jetzt kommt der dran. Ist auch getroffen, Mist. Fünfundzwanzig zu wenig. Weiß, wo die jetzt herkommen. Der muss weg. 75 ist aber auch nicht gerade viel. Ach, da von da hinten kommen sie. Ah, das ist aber sehr ungünstig. Dann nehmen die mich da komplett in die Zange. Das funktioniert nicht. Ziehen wir mal hier ab. Probieren wir das anders aus. Eventuell kann ich den da erstmal einzeln weglocken. Da haben wir einen Zombie. Zwei Zombies. Die können wir erstmal umnatzen. Kann man aber nicht gescheit pullen. Doch, hat gut funktioniert. Jetzt muss ich natürlich erstmal hier wieder umrüsten. Aim for the head. Vierzig. Dann nehmen wir den da. Sehr schön.
Das ist ja eine Zweihandwaffe, das heißt, ich kann von da aus angreifen, ja. Weg ist er. So. Dann der hier. Mhm. Passt. Sitzen. Das wird wohl nicht reichen. Na. Okay. Lass ich aber trotzdem mal so. Denn wenn der da kommt und ich den auch noch hier leise abmetzeln kann, wäre das natürlich schon optimal. Der will aber nicht. Ja, komm her, Junge. Mhm. Sauber. Shit. Hm. Es wird jetzt wohl noch mal schmerzen. Aua! Ja, es hat geschmerzt. Der ist nicht ohne. Mit seinem Vorschlaghammer. Gut, ich könnte ihn natürlich umpusten, aber dann kommen die ganzen anderen auch direkt. Die Idee war ja eigentlich, dass... Haha! Schauen wir uns das Schauspiel von der Seite an. Mit einem Schlag. Holla die Waldfee. Ach shit, der braucht ja gar nicht. Der braucht ja gar nicht genau ranzukommen. Der kann ja diagonal schlagen. Das ist jetzt wahrscheinlich auch wieder sehr schmerzlich. Ne? Das ist zu wenig. Ich mache zu wenig Schaden an dem.
Die muss ich quasi mit Waffen umballern. Bäm, 60 Schaden. Ja. Dann wenden wir mal Waffengewalt an. Feuerwaffengewalt. Sauber. Okay, schön. Braucht er jetzt auf jeden Fall noch eine Runde. Shit. Das werden die ganzen anderen wahrscheinlich jetzt auch um die Ecke stürmen. Umgefallen. 80%. Almost dead. Dann lassen wir den als nächstes rankommen. Und oben den Zombie, den hauen wir wieder normal um. Nur dadurch, dass das eine Diagonale ist, wird er lange brauchen, um ranzukommen. Kann natürlich sein, dass der infiziert ist. Ach, da kann man nicht hin. Puh, das ist doof. Kann der nicht angreifen? So. Einer muss treffen. Schön. Schnell die Leertaste hauen. Slightly wounded. Ist nicht besonders viel Schaden.
Ja, Rockel, Rockel. Alter. Drücke ich mal Escape. Hier läuft sie da flüssig. Get Lady Coyote, it's Cowardly Looter. Okay, anscheinend sind die irgendwo am Kämpfen, was aber dann das Spiel in die Knie zwingt. Machen wir hier gerade Aim for the Head. Da ihren Zombie. Und den komme ich nicht ran. Slightly wounded, den müssen wir damit wegfeuern, sonst greift er an. Der hat aber auch nur 3 Schuss. Was? Okay, das sind anscheinend unterschiedliche Fraktionen. Soll mir recht sein. Reload. Damit bekommen die dann die Zombies Nachschub. Der kommt jetzt zu mir. Das wollte ich eigentlich nicht. Der ist aber jetzt näher dran. Na komm. Schade. Das ist natürlich jetzt ein Killer-Zombie mit dem Ding. Damit werden die erstmal gut beschäftigt sein, nehme ich an. Slightly wounded. Müssen sich die anderen drum kümmern. Shit. So lange hält er jetzt auch nicht mehr. Sehr gut. Almost dead. Weg da.
0%, das ist nicht so viel. Sauber. Ah. Prozent ist zu wenig. Reload kostet 7. Machen wir. Wieder 0%. Ist undamaged. Na komm. 45. Schön. Der hat daneben geschossen. Nochmal daneben geschossen, sehr schön. Der ist jetzt erstmal wieder durch den Zombie beschäftigt. Ist das hier ein ganz guter Punkt? Slightly wounded, wounded. Sauber. Almost dead. 3 nach vorne. Shit. Den könnte man da theoretisch noch wieder rausholen. Jetzt 35 ist almost dead. Müssen wir noch einmal treffen. Sauber. Slightly wounded. Gehen wir einen Schritt nach vorne. 2 Schüsse und dann ist auch seine Munition erschöpft. Shit. Der lebt immer noch. Scheiße, und das war der mit meiner Bandage. Badly wounded. Stopp endlich!
Mark. Den kann man auch looten, okay. Dann müssen wir das auch gerade machen. Zwei Schuss drin. Wenn der jetzt einen Schlag von dem abbekommt, liegt er wahrscheinlich da auf dem Boden. Oder ist direkt tot. Naja, 110 Hitpoints ist schon eine Menge. Der wird jetzt wahrscheinlich angenagt. Und umgenagt. Ist auf jeden Fall ein schöner Kampf hier. Aber ich habe jetzt zwischendurch auch speichern können. Oh, da ist er wieder. Als das hier so blöd geruckelt hatte. Allerdings werde ich hier speichern müssen, Schnitt machen müssen. Und dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Also bis denn.